Dem Bundesrasen, wenn man so will, dem Platz der Republik, nämlich vor dem Reichstagsgebäude, der schon lange nicht mehr wirklich vorzeigbar aussieht. Eher gelb und zertrampelt. Seit Januar stehen da auch noch Bauzäune rum. Arndt Breitfeld hat sich die Baupläne dahinter mal genauer angesehen. Gleich soll der Platz der Republik entzäunt werden. Doch bald wird genau hier vor dem Reichstag ein Sicherheitsgraben entstehen. Kritiker fürchten gar einen Grand Canyon. Aber der Reihe nach. Punkt 9 öffnet Mittes Bezirksstadträtin Sabine Weißler mit ihrem Inspektionsleiter den Bauzaun. Der Rasen hat sich gut genug erholt, neue Leitungen zum Wassersprengen sind verlegt, der Platz der Republik ist endlich wieder begehbar. Sie dürfen das nutzen, wie Sie Grünflächen generell nutzen dürfen. Möglichst keinen Müll hinterlassen und vor allen Dingen nicht grillen, aber ansonsten dient sie Erholungszwecken. Und kaum ist der schützende Bauzaun weg, erholen sich schon wieder die Ersten. Das sollen sie auch in Zukunft, aber dann neben einem tatsächlich neu entstehenden Graben. Die Idee stammt aus der französischen Landschaftsarchitektur, ein AA, zu Deutsch ein Aha-Graben. Auf den läuft man zu und sieht ihn nicht. Erst wenn man davor steht und dann sagt man über den Graben überrascht Aha. Ähnlich wie auf dieser Visualisierung. Der Rasen wird langsam abschüssig und trifft unten auf eine Mauer, die oben wieder mit dem Platz vor dem Reichstag abschließt. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, Vorsitzender der Kommission für Bau- und Raumangelegenheiten des Ältestenrates, verantwortet den neuen Graben mit. Nicht sichtbar, nur wenn man unmittelbar davor steht, kann man das zur Kenntnis nehmen. Ein ganz modernes Sicherheitskonzept, dringend notwendig, weil wir nach den Anschlägen auch beim Breitscheidplatz wissen, dass es Durchknallte geben kann, die versuchen, spektakulär das Reichstagsgebäude zu tangieren. Auch die Tage der Container sind gezählt. Hier werden bisher die Besucher gecheckt. Auf der anderen Straßenseite ist schon lange ein neues Besucherinformationszentrum geplant. Jetzt soll es damit langsam losgehen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir das Baurecht dafür im nächsten Jahr. Und dann soll es 2022, 2023 fertig sein. Man sieht ja bei 1,6, 1,7 Millionen Menschen, die wir durch den Reichstag schleusen, dass dieses Provisorium einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Gegenüber, wo das neue Besucherzentrum entsteht, geht es dann durch einen Tunnel direkt vor den Reichstag in den Sicherheitsbereich und wieder kurz ans Tageslicht. Die Besucher kommen dann einfach hier vorne raus und gehen dann in den Reichstag hinein, weil es nicht möglich ist, den Reichstag unterirdisch zu erreichen. Das würde viel zu kompliziert werden mit den Baumaßnahmen. Auch wie der von weitem nicht sichtbare geplante Sicherheitsgraben beschlossene Sache. Und morgen sollen dann auch die letzten Bauzäune am Platz der Republik entfernt sein.